Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Wie ihr wisst, teste ich gerne Alternativen aus, das wissen alle. Und heute teste ich für euch exklusiv einen Kakaodrink aus Erbsenprotein. Ja, muss auch mal sein. Drum, bleibt dran. Jo, No Milk Today, ist das die Marke? Ja, ist die Marke. No Milk Today, also keine Milch heute. No Milk Today, my love is gone away. Ihr wisst ja schon, ne? Geiler Song übrigens, für die Eltern unter euch, kann ich nur empfehlen. Ist geile Mucke. Vor allen Dingen, wenn man es auf der Gitarre spielen kann, was ich nicht kann. Cremig lecker Kakaodrink aus Erbsenprotein. Zutaten, Wasser, Erbsenprotein. Ob ich ein Stück vorfahren kann. Moment. Machen wir halt ein Stück vor. Oh, es kann natürlich bei einer Live-Aufnahme mal passieren. Ne? Machen wir halt mal ein Stück vor. So, weiter geht's. Geil. Ja, LKW will hinter mir einparken. Ey, muss man verstehen, die Jungs wollen auch ihre Pause einhalten und so weiter und so fort. So, viel Protein ist drin, 20 Gramm, 60% weniger Zucker und mit Datteln, also es ist drin. 5,6% Erbsenprotein, 4,1% Datteln. Ja, jetzt muss aber reinpassen, aber. Jetzt muss aber reinpassen, jetzt. Ehrlich war du. Ne? Noch weiter vor kann ich nämlich nicht. Heute. Ja. 52,4 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Ist schon ordentlicher Klopper. Achso, Pfand ist am Start. Sei nicht so geldgeil. Pfand ist am Start, Leute. Geil. Kühlen und schütteln. Gekühlt ist es. Shaken tun wir es auch noch. Passt doch rein. Wunderbar sogar. Was ist das hier für ein Ding? Together we make Schokolade 100% sklavenfreie Schokolade? Sklavenfreie Schokolade? Was? Na gut. Zucker sind 2,9 Gramm, also ja, schon relativ wenig Zucker drin. Also ein Kakao aus Erbsenprotein habe ich bisher noch nie getrunken. Ich bin gespannt, was der kann. Also, mal öffnen. Okay. Was riecht? Also ich müsste sagen, ich müsste lügen, wenn ich sage, es ist nicht so. Aber im ersten Moment riecht es tatsächlich wie meine Füße abends. Wie original, wie meine Käsemauken abends. Im ersten Moment jedenfalls. Es riecht auch ein bisschen nach Hafer. So, kennt ihr noch diesen Haferflocken? Also ich habe als Kind viel Haferflocken gegessen. Haferflocken, Milch dazu, dann machst du Kakao rein und genauso riecht es. Jetzt stelle ich mir vor, dass es wahrscheinlich genauso schmeckt. Wäre cool. Okay, schenken wir ein. Mhm. Ja, das ist... Also sieht ein bisschen aus wie ein flüssiger Pudding. Ja, ihr kennt ja alle diesen... Ihr kennt ja Dani Sahne, ich mache gar keine Werbung dafür, aber ihr kennt ihn alle mit der Sahnehaube drauf. Wenn man da Sahnehäubchen drauf macht, dann ist es original. Ja, der Becher könnte von der Größe auch hinkommen. Dann ist es original, so ein Ding.
jetzt im Becher riecht es auch eher danach. Kann ich wirklich sagen? Also Design, alles Design finde ich gut. Obwohl das hier irgendwie schweinisch aussieht. Ja? Leute, das sieht doch irgendwie so ein bisschen schweinisch aus. Ne? Als ob da jemand auf jemand anderem drauf liegt. So, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Bisschen versaut. Ne? Bisschen stehe ich auch so aus. Bisschen versaut, ne? Okay. Also, ja, wie viele Sterne? 5 Sterne gibt es natürlich dafür, weil es geil aussieht. Und das hier sieht aus wie Pudding, also sieht auch sehr geil aus. Da würde ich sagen, Leute, Prost! Da ist wirklich Erbse drin? Das schmeckt eher wie... Nach Erbse schmeckt das gar nicht. Das schmeckt auch nicht nach Datteln. Das schmeckt wie... Ja. Ist das eigentlich Bio, der Kram? Ja, muss ja eigentlich, oder? Ist vegan. Zumindest. Natürlich Aromen und so weiter. 100% sklavenfrei? Wird Kakao sklavenmäßig angebaut? Kann ich mir so gar nicht vorstellen irgendwo, ne? Schreibt mal in die unten rein, wenn ich mich da täusche. Gut. Schmeckt wie... Also ich finde es ganz gut, denn es schmeckt wirklich wie wenn du Haferflocken, also früher als Kind, ich habe relativ wenig Haferflocken genommen, relativ viel Milch und noch mehr Kakao, weil es total Kakao schmeckt. Und dann habe ich das Ganze gemischt und habe so lange gerührt, bis diese komischen Flocken sich ins Kleinste aufgelöst haben. Und dann war das so eine Art Brei und den habe ich mir dann reingezogen. Ja. Das ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn du zum Beispiel, das habe ich auch früher als Kind gemacht. Ich habe Kakao genommen, also angerührten Kakao. Dann habe ich da, also heißen Kakao natürlich, dann habe ich da Zwieback also klein gebrochen, habe die da reingetunkt. Sie haben sich irgendwann aufgelöst. Und dann habe ich immer weiter reingemacht, immer weiter reingemacht, Zwieback, bis das ganze Ding ein einziger Brei war. Und den habe ich dann gelöffelt. Ja? Das ist der Vorläufer vom heutigen Tassenküchle vielleicht, könnte man sagen. Müsst ihr mal ausprobieren, schmeckt ultra geil. Kann ich jedem weiterempfehlen, mache ich heute noch gerne, ab und an. Ja? Darf man nicht zu viel reinmachen, sonst wird es trocken. Ja, also geschmackmäßig würde ich sagen, ganz klar, 5 Sterne. Es hat mich überzeugt. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das mal überzeugen könnte. Hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht. Und da muss ich wirklich sagen, Respekt. Ich lasse mich gerne überraschen. Ne? Ja, wenn ihr den schon kennt, ich glaube nicht, dass es den zu kaufen gibt also im Amazon, aber es stehen immer coole Links unten drin, gönnt euch. Ich habe den gekauft übrigens im, wie heißt das Ding, Globusmarkt habe ich ihn gekauft, gibt es aber bestimmt, ich könnte mir vorstellen, dass es sowas auch im Pennymarkt geben würde. Ja, das könnte ich mir absolut vorstellen. Ja, also wenn ihr den kennt, schreibt in die Kommentare rein, wie ihr ihn findet. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder wenn ihr Sachen kennt, die außergewöhnlich sind, die ihr getestet wissen wollt, schreibt mich einfach an, kein Problem. Ihr könnt mir auch jederzeit ein Paket schicken, ist ja auch kein Thema. Ich werde jeden erwähnen, ich werde ein Unboxing machen. Das volle Programm. Oh, rülpsen muss man davon. Tja, und natürlich lasst ein kleines Abo und Like da, würde ich mich tierisch freuen drüber. Ich sage bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels.